Dann macht der Gefängnisleiter von Zeithain gerade Schlagzeilen. Und zwar geht es um das Thema, wie sinnvoll sind Gefängnisstrafen. Und er sagt, besser wäre, die Freiheitsstrafe größtenteils einfach abzuschaffen. Ist ja ein ganz interessanter Ansatz. Denn er findet, in Gefängnissen werden Kriminelle eigentlich nur noch gefährlicher. Aber warum sagt das ausgerechnet jemand, dessen Job es ist, Gefangene zu überwachen? Wie kommt er zu dieser Meinung? Thomas Galli hat darüber ein Buch geschrieben. Thomas Galli, ein Mann in zwei Welten. Gefängnisdirektor in der einen, Schriftsteller und Kritiker in der anderen. Seine Abrechnung gilt ausgerechnet dem eigenen Arbeitsort. Das ist eine Überzeugung, die in mir gereift ist über viele Jahre. Seit 15 Jahren bin ich im Vollzug tätig. Und natürlich versucht man, die Haftzeit und das Gefängnis so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Aber irgendwann hat sich dann bei mir die Überzeugung durchgesetzt, egal wie sehr man versucht, das sinnvoll zu gestalten, man kann den Unsinn nie ganz ausgleichen, der in der Freiheitsstrafe an sich liegt. Galli, 42 Jahre alt. Er ist Jurist und Psychologe. In Bayern hat er Schwerstkriminelle überwacht, Sexualstraftäter, Mörder. Seit 2 Jahren leitet er die JVA Zeithain in Sachsen. 400 Gefangene, Einbrecher, Drogendealer, Kleinkriminelle, die der Knast nicht abschreckt, sagt Galli. Und wenn man diese Leute wegsperrt, dann, und die werden irgendwann alle wieder entlassen, dann haben die danach noch viel weniger Chancen als vorher, wieder Fuß zu fassen im Bereich von Arbeit und in anderen Bereichen. Das heißt, sie sind noch viel schwerer integrierbar, werden noch stärker an den Rand der Gesellschaft gedrängt und sind so gesehen noch gefährlicher. 100 Euro pro Tag kostet ein Gefangener, rechnet Galli vor und hinterfragt den Sinn. Was hat der Steuerzahler davon, dass zum Beispiel ein Uli Hoeneß jetzt durch die Haft wieder immense Kosten verursacht hat? Er hatte auch während der Haft wahrscheinlich keine Möglichkeiten gehabt, Geld zu verdienen, das er dann wieder hätte versteuern können. Es wäre das viel, viel sinnvoller, wenn zum Beispiel ein Uli Hoeneß gemeinnützige Arbeit hätte verrichten müssen. Strafe ja, Knast nein, sagt Galli. Mörder und Vergewaltiger würde er auf Gefängnisinseln verbannen, ein Leben lang. Wissenschaftler wie der Kriminologe Christian Pfeiffer sehen ein Problem, die Angst der Gesellschaft. Inhaltlich ist es eine Vision, die gegenwärtig so noch nicht realisierbar ist, die aber im Kern richtig ist. Wir müssen versuchen, das Gefängnis zu überwinden, wegzukommen von dem Einsperren von Menschen, soweit es irgendwie geht. Da sind wir auf gutem Weg. Wir haben den niedrigsten Stand von Gefangenen seit ewigen Zeiten. 15% hat die Zahl der Gefangenen in Deutschland in den letzten 10 Jahren abgenommen. Nicht etwa, weil die Richter milder geworden sind, nein, weil die Kriminalität zurückgeht. Der Gefängnisdirektor, der am Gefängnis zweifelt. Galli wünscht sich eine Diskussion mit seinem Dienstherrn, dem sächsischen Justizminister. Der lehnt das bisher aber ab. Im Moment ist Galli beurlaubt, in Elternzeit. Ob er danach wieder Gefängnisdirektor sein will, er weiß es noch nicht. Wer weiß, vielleicht wird ja jetzt mehr drüber diskutiert.